Hallo und herzlich willkommen zum Kachelmann-Wetter. Wir schauen auf die neue Woche und da erwartet uns nach einer ja jetzt leichten Abkühlung am Wochenende nochmal ein neuerlicher Warmluftvorstoß von Südwesten her. Und speziell am Dienstag wird es doch in vielen Regionen nochmal richtig sommerlich warm. Dazu rückt uns dann aber relativ schnell von Westen her eine Tiefdruckrinne auf die Pelle. Das heißt, im Tagesverlauf vom Dienstag sind dann auch schon wieder erste Schauer und Gewitter möglich. Schauer und Gewitter hat es auch gestern gegeben und das nicht zu wenig. Es war ja der blitzreichste Tag seit vielen, vielen Wochen. Und wir wollen uns den gestrigen Freitag nochmal im Schnelldurchlauf anschauen, mithilfe einer Blitzanimation. Ja, es ging früh los, in der Nacht dann erste kräftige Gewitter in Niedersachsen, im Emsland, die einen da aus dem Schlaf gerissen haben. Und die haben dann in den Frühstunden auch den Hamburger Raum erreicht. Dann hat sich das Ganze mal so im Vormittagsverlauf ein bisschen abgeschwächt. Ab dem Mittag wurde die Gewittertätigkeit dann wieder neu aktiviert. Kräftige Gewitter in Berlin zum Beispiel, aber auch dann wieder der Schwerpunkt vor allen Dingen in Niedersachsen, wo es wieder zu kräftigen Gewittern und lokalen Starkregen und örtlichen Unwettern gekommen ist. Zum Abend haben diese Gewitter dann wieder Hamburg erreicht. Und auch im Süden in Bayern hat es nochmal gezündet. Auch hier hat es dann Gewittergüsse gegeben. Schauen wir auf den morgigen Sonntag. Da sieht das Ganze ein bisschen ruhiger aus. Die schwülwarme Luft ist jetzt endgültig aus Deutschland abgedrängt worden. Es wird halt nicht mehr ganz so warm werden. Es ist ein bisschen angenehmer. Die Schwüle ist raus. Allerdings bleiben im Norden doch noch relativ viele Wolken. Hier ist es häufiger stärker bewölkt. Es kann im Tagesverlauf in der Nordhälfte noch mal einzelne Schauer, schwache Schauer geben. Über weite Strecken bleibt es aber auch trocken. In der Südhälfte dagegen ein ja doch meist trockener Tag. Letzte Schauer noch so in den östlichen und südöstlichen Mittelgebirgen, also im Böhmerwald, im Erzgebirge. Sonst bleibt es häufig trocken, anfangs auch noch mal ein bisschen wolkiger. Im Tagesverlauf löst sich dann diese hochnebelartige Bewölkung relativ gut auf. Und zum Nachmittag wird es dann so ein Wechsel, kann man geben, aus Sonne und einigen Quellwolken geben. Dazu im Südwesten weiterhin spätsommerlich warm mit Werten um die 25 Grad. Im Norden dann halt nicht so warm. Hier werden es eher so Werte um die 20 Grad sein. Schauen wir dann auf den Wochenbeginn, auf den Montag. Da haben wir eigentlich so ein ähnliches Bild. Allerdings bleibt es dann schon im Norden des Landes auch hier verbreitet trocken. Allerdings bleibt es hier erstmal noch häufiger mal grau. Die Sonne tut sich schwer. Im Tagesverlauf wird sie hier und da mal ein paar Lücken finden, wird sich teilweise recht gut durchsetzen. In manchen Teilen Norddeutschlands bleibt es aber auch am Nachmittag eher wolkiger. Im Süden sieht es besser aus. Hier anfangs auch ein bisschen Nebel oder Hochnebel, der sich aber generell relativ gut lichtet. Und dann gibt es wahrscheinlich auch noch deutlich mehr Sonnenschein als noch am Sonntag, sodass der Nachmittag verbreitet leicht bewölkt, teilweise auch sonnig und trocken ist. Wir sehen an den Temperaturen, es wird schon wieder ein bisschen wärmer im Südwesten des Landes. Am Oberrhein schon mal wieder Temperaturen bis an die 27 Grad. Nach Norden hin merkt man von der Erwärmung noch nicht allzu viel. Hier wird es eher mäßig warm sein mit Werten so zwischen 18 und 20 Grad. Schauen wir dann auf den Dienstag. Da wird es spannender werden. Wir gucken uns mal die Wetterlage für den Dienstag an. Zu einem erscheint auf unserer Wetterkarte dann der ehemalige Hurricane Larry, ganz im Nordwesten, im Raum Island. Der hat allerdings keinen Einfluss auf unser Wetter. Unser Wetter wird bestimmt zum einen durch eine Hochdruckzone, die noch so von Skandinavien bis nach Osteuropa reicht. Und auf der anderen Seite rückt uns eine Tiefdruckrinne, die so über West- und Südwesteuropa liegt, also von Spanien, Frankreich bis in die Benelux-Staaten reicht, langsam auf die Pelle. Und das heißt, im Tagesverlauf kommen dann im Westen auch erste Schauer und Gewitter auf. Auf der Vorderseite dieser Tiefdruckrinne erreichen uns allerdings dann nochmal sommerlich warme Luftmassen. So ist es am Dienstag, wie gesagt, dann vor allen Dingen in der Südhälfte nochmal sommerlich warm, am Oberrhein bis zu 30 Grad. Aber wie gesagt, bis in die Landesmitte eigentlich Temperaturen um 25 Grad. Auch im Norden wird es noch ein Stück weit wärmer. Ganz an den Küsten bleibt es allerdings verhalten, so mit 18 bis 20 Grad. Dazu startet der Tag erstmal verbreitet, sonnig, leicht bewölkt, paar Wolkenreste noch im Osten. Sonst gibt es erstmal ununterbrochen den Sonnenschein. Zum Nachmittag kommen dann allerdings ganz im Westen auch mal ein paar dickere Quellwolken auf und an der Grenze zu den Niederlanden, Belgien und Frankreich her. Also Richtung Emsland, ein westliches NRW, Rheinland-Pfalz und Saarland, eventuell auch über dem Schwarzwald und über den Alpen. Da sind dann lokale Schauer und Gewitter möglich. Die können örtlich auch schon mal kräftiger ausfallen. Ob das Ganze dann in den Unwetterbereich geht, das müssen wir noch mal abwarten. Die Scherung ist relativ gut. Könnte sein, dass sich die Schauer und Gewitter auch etwas besser und stärker formieren und entsprechend auch kräftig ausfallen können. Über die Temperaturen haben wir schon gesprochen. Dann wollen wir zu guter Letzt noch mal kurz auf den weiteren Trend, auf den Mittwoch und den Donnerstag schauen. Am Mittwoch erreichen dann die Schauer und Gewitter auch den Osten des Landes. Hier hängt es noch ein bisschen vom Timing ab, ob eventuell schon in der Nacht erste Schauer und Gewitter aufziehen oder ob es dann im Vorfeld noch mal richtig aufheizen kann mit Temperaturen in den Sommerbereich. Dann wären auch durchaus lokal sehr kräftige, örtlich auch unwetterartige Gewitter nicht auszuschließen. Nach Westen hin
kommt etwas kühlere, stabilere Luft rein. Hier wird es dann nicht mehr ganz so warm, aber Schauer und Gewitter lassen dann doch größtenteils nach. Am Donnerstag halten sich immer noch feuchtwarme Reste im Süden des Landes, südliches Bayern, Baden-Württemberg, hier mitunter weitere Gewitter. Ansonsten rückt doch wahrscheinlich von Westen her ein Hoch nach. Es gibt kaum noch Schauer, bleibt häufig trocken und gibt dann so einen Mix aus ein bisschen Nebel, Wolkenfeldern, aber durchaus auch sonnigen Abschnitten. Das war's von mir. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Wir sehen uns nächste Woche wieder, wenn ihr mögt. Bis dahin, bleibt munter. Ciao, ciao.